Das sieht doch mal gut aus nach dem ganzen Regen. Ich habe gerade schon mal die Plane runtergepellt vom Zelt. Und naja, das ist natürlich alles ein bisschen nass. Das muss ich erstmal alles ein bisschen jetzt zum Trocknen machen. Und dann sehen wir weiter. Frühstück stimmt ja eigentlich immer gar nicht. Es handelt sich ja immer irgendwie um Frühstück und Mittag. Heute trifft es noch umso mehr zu. Aber naja, dann hat man doch alles in einem und lecker sieht es auch noch aus. Aber das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mattenprinzip ist tatsächlich nicht schlecht, man liegt ganz gut. Also ich habe eine Weile gebastelt, aber habe jetzt eine Lösung gefunden, wie wir hoffentlich die Lüftung, wie man hier sieht, erhalten kann unter der Plane. Und trotzdem den Regen draußen lassen, weil das ist ja wie gesagt nicht dicht. Ich krabbel mal raus, ist halt der Nachteil, man muss etwas kriechen. Aber dafür haben wir jetzt mit Vorzelt ein wunderbar abgespanntes Schutzdach gegen Regen. Ich habe es an den kritischen Stellen mehrfach befestigt. Hier hinten noch ein bisschen was nachkonstruiert. Auch hier kann die Luft runterfahren bis hoch zur Belüftung. Mehrfache Befestigung. Und hier drüben noch den überschüssigen Restplane abgespannt, so dass eben da auch eine Regenablaufmöglichkeit entsteht. Und dann sollte das hoffentlich funktionieren. Ich bin ja noch ein paar Tage da und der Wetterdienst prophezeit Schlechtes. Eigentlich wollte ich aber längst loswandern. Aber das war erstmal wichtig, weil keine Ahnung, wann es wieder anfängt von oben zu kommen. Ich räume jetzt noch kurz auf und dann machen wir eine kleine Wanderung. Jetzt wird es langsam ein Wanderweg. Mal gucken, ob man euren Sandalen das hergeben. Naja, die Römer haben die halbe Welt auf Sandalen erobert. Da schaffe ich es wohl bis zum See. Ne? Überall klingelt es hier. Ich werde von hoher Stelle beobachtet. Endlich mal ein bisschen Bewuchs. Ist ja hier selten, ihr seht schon, da oben wird es immer weniger. Ja, Hörnli Express könnte ich eigentlich auch mal machen. Ah ja, wir waren doch eben bei den Römern, ne? Naja gut, wir sollen hier halt wieder zumachen. Ist klar. So langsam geht's bergauf. Steigen an. Hier gibt es ja auch den Hörnli Trail, heißt er glaube ich hier nebenan. Das hier, Mountainbike-Strecke. Tja, wäre auch mal was Interessantes für einen anderen Besuch hier. Von da oben runter. Irgendwie gehen uns langsam die Bäume aus auf der Höhe, kann das sein? Da sind noch ein paar. Da ist noch so ein einzelner. Und dann wird es ein bisschen kahl. Was haben wir da? Ist das schon der See? Schon da? Ging aber fix. Das ist er wohl. Tja, dann umrunden wir den, glaube ich mal. Gute Kulisse auf jeden Fall. Also ob ich schon mal so dermaßen klares Wasser in einem See gesehen habe, ich glaube nicht. Also so Landschaften
weiß nicht. Wo gibt's denn sowas? Hier anscheinend. Um mal so eine Idee zu haben, wo wir jetzt hier sind. Das Weißhorn ist das da. Das ist nochmal ganz schön viel höher. Nichtsdestotrotz sind wir hier schon recht gut oben. Man sieht's. Es sind einiges aufgestiegen. Klar, es geht weiter hoch, geht immer. Okay, die gute Frage ist jetzt, was ist denn das? Ein Häuschen, ein Hüttchen, was so ein bisschen nach Sperrmülllager aussieht. Wer ist denn hier eingezogen? Und vor allem, wer hat dieses Ding hier hochgeschleppt? Fragen über Fragen. So, wo ist das lila Biest? Wo kommt hier die Schokoladenmilch raus? Achtung, Kühe kreuzen die Fahrbahn. Zeit für eine Pause. Und ich habe es mal wieder hingekriegt. Ich bin wieder fast allein hier oben. Da hinten sieht man in der Ferne ein fleißiger kleines Strichmännchen. Das war's. Tja, das war die Hälfte der Seeumrundung. Das leitet also so ein bisschen den Heimweg wieder ein. Nur denn, habe ich heute noch ein bisschen was vor. Denn natürlich startet ja heute die Classic Car. Das heißt, heute Abend ist schon mal Autokorso. War ich noch nie hier, wenn der war. Möchte ich also sehen. Und dann ist der Tag ja auch schon wieder rum. Wie sich hier halt immer wieder eine neue Landschaft auftut hinter jeder Kuppe. Ist schon immer spannend. Da lassen wir es langsam hinter uns am Abstieg. Hier ein paar geniale Felsen. Da vorne fährt der Hörnli-Express drauf und runter. Und hier läuft der schöne Bach in den Wald rein. Also falls irgendwer von euch muss, wartet noch ein paar Sekunden. Bin gleich vorbei. Und durch. Feuer frei. Wandern macht hungrig. Und man singt auf einmal Sachen. Ja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich mache mir mal Buchweizen. Hatte ich noch nicht auf dem Urlaub, na, in diesem Urlaub. Und ja, meine hervorragende Baumarktburg, die ist auch noch da. Hat also erstmal gehalten. Mal gucken, wenn es denn wirklich schlechtes Wetter gibt, ob es auch funktioniert. Aber jetzt erstmal mal fahren. Irgendwie füllt sich der Platz so langsam. Ein paar bestimmt zu Klassiker, manche wahrscheinlich einfach so. Bisher hatte ich aber mein Spezialhäuschen zum Spülen, Klo und so weiter für mich. Das wurde jetzt auch schon belegt. Aber von den Dauercampern ist doch keiner da bisher. Und auch meine Zeltwiese hat noch keiner gestürmt. Allerdings ist hier auch kein wirklich gerader Platz mehr. Also da müsste oben schon wahrscheinlich alles aus sein, damit hier einer hinkommt zum Zelten, weil hier kannst du, außer auf meinem Punkt, nicht viel gerade aufstellen. Thank you.
rendert das erste Arosa Classic Car Video, damit wir hier mal fix was rausbringen können. In der Zeit gucke ich schon mal, ja, was gibt es nochmal zu essen, würde ich sagen. Ist ja auch schon wieder spät geworden. Die Nudelkreativität kennt hier keine Grenzen, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ein Autokorso-Video war schon online gestern, wahrscheinlich, vermute ich. Ne, also guckt mal in der Motorsport-Playliste. Ansonsten macht's gut, bis morgen.